Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns überlegt, wir packen heute mal wieder einen Tabak aus, damit wir wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen in unsere Videos. Und zwar haben wir hier den Doppelapfel von Crystal Clouds. Die haben wir nämlich auf der Shisha-Messe in Berlin angetroffen. Und die haben uns ein paar kleine Shots mitgegeben, dass wir die für euch gerne mal testen können. Ja, wir rauchen heute in der Lazizza das Magellan mit dem Kalut Lotus und der Sapphire Powerball. Irish Bayerisch heißt die, glaube ich. Irish Bayerisch? War doch so. Die Powerball. Die Powerball, ja, genau. Und das ist die mit Grünpunkten. Genau. Natürlich perfekt abgestimmt. Ja, wundervoll. So ist es. Setup ist wie immer in der Videobeschreibung. Da holt euch noch alle Informationen, die ihr braucht. Guckt gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ja, kommen wir gleich zum Schnitt. Muss man nicht viel zu sagen. Ist halt ziemlich grob, als würde man da einfach mit einer Sense bam, straight durch die ganzen Tabakpflanzen gehen und alles, was da irgendwie rumliegt, rein in die Dose. Aber nichtsdestotrotz gehen wir gleich mal zum Geruch rüber. Also es ist ja ein Doppelapfel. Und Doppelapfel hat ja eigentlich einen sehr charakteristischen Geruch, den man hier schon mal nicht riecht. Also so ein ganz bisschen vielleicht. So im Untergeruch? Gibt es den Untergeruch? Jetzt kommen wir mit deiner Parfümtabelle. Ich erinnere mich. Nee, nicht. Ja, da war mal was. Kopfnote und so weiter. Also sagen wir einfach im Untergeruch. Riecht man schon so ein bisschen Doppelapfel. Aber es kommt auch noch so eine leichte Note von einem normalen Grünapfel mit durch. Mhm. Also wirklich wie vielleicht so ein saurer Apfelring. So eine Mischung ist es, würde ich sagen. Und ja, wirklich verdammt wenig Doppelapfel für einen Doppelapfel. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, was heißt Doppelapfel? Ja, es ist Two Apple, richtig. Also vielleicht ist es wirklich diese Anisnote von dem typischen Doppelapfel und so ein wirklich frischer grüner Apfel. Vielleicht haben sie versucht, da den Mix zu finden. Ja. Also die beiden Sachen kommen auf jeden Fall raus, könnte ich mir gut vorstellen. Ist die Frage, also vielleicht schmeckt man es ja im Geschmack. Hm. Eigentlich müsste jetzt Salat weitergeben. Das stimmt, ich bin dran. Sag, wie er geschmeckt hat. Darf ich ihn mal ziehen? Ich hatte den schon echt lange nicht. Das stimmt schon. Ja, wo ihr es gerade sagt, ja, der Chef von Crystal Clouds, was übrigens eine dänische Firma ist, haben wir gar nicht gesagt, der meinte zu mir, die haben halt versucht, einen Doppelapfel oder in dem Fall Two Apple Tabak herzustellen, der halt nicht so stark nach Anis schmeckt, sondern dass man halt wirklich wieder so eine frische Apfelnote von, also halt einen grünen Apfelgeschmack einfach damit reinbringt, um halt wirklich mal wieder was Neues rauszubringen, weil egal von welcher Marke ihr halt irgendwie Doppelapfel probiert, ihr habt halt wirklich diesen, es ist halt ein Geschmack, der einfach von jeder Marke halt produziert wird und immer ähnlich schmeckt. Ja. Das ist natürlich von der, je nachdem wie stark das schmeckt, auch nochmal unterschiedlich, aber im Grundgeschmack gleich. Jetzt habe ich ganz schön auf Geschmack gesagt. Deshalb kommen wir jetzt zum Geschmack. Geschmack. Trinkspiel. Bei jedem mal Geschmack sagen. Ja, geschmacklich, Freunde. Wie Adi gerade gesagt hat, finde ich, dass hier diese Anisnote gar nicht so krass vorsticht. Also, um nicht zu sagen, für mich gar nicht. Also, irgendwie habe ich hier keine klare Anisnote, die ich hier rausschmecke. Und eher so einen leichten Anflug von grünem Apfel, wie von so einem Apfelring, die ihr bestimmt alle kennt, diese sauren. Eine leichte Säure habe ich auch. Keine Minznote, aber trotzdem eine leichte Frische. Ja, dazu begleitet es irgendwie so eine merkwürdige Note. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir haben jetzt alle schon probiert und weiß nicht, wir wissen alle nicht, was wir sagen sollen. Max hat das am ehesten mit irgendwelchen Mottenkugeln verglichen. So eine Lavendel-Mottenkugel. Ja, 1:1 Lavendel. Ich bin so richtig enttäuscht. Mich so auf Doppelapfel gefreut. Und dann schmeckt man Mottenkugel. Wobei man dazu sagen muss, wir haben den ja auch auf der Messe probiert. Bin ich zumindest der Meinung, dass der da auch auf der Pfeife mit drauf war. Und da fand ich den komischerweise sehr lecker, weil da wurde genau diese Kombination aus grünem Apfel und Anis getroffen. Also da war es wirklich, ja, da war es lecker. Also habe ich es in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der jetzt schon, dass der 2 Monate hier in dieser Fischbutterdose liegt. Nee, nicht Fisch, nein, doch Fischbutter. Ja, doch, da. So Regenwürmer, ja, zum Angeln. Mit so eine Angeldose. Aufbewahrungsgefäß.
reingehauen? Schon, so ordentlich jetzt schon. Ja, rauchtechnisch müssen wir nichts zu sagen, ja. Qualmt ordentlich. Und ja, wie ist es denn mit der Hitzebeständigkeit? Also da gibt es eigentlich auch keine Probleme. Wir haben ja beim Lotus gleich eigentlich den Deckel drauf gemacht und mussten bis jetzt halt noch überhaupt nichts regulieren. Ja, der braucht viel Hitze auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall geschmeidig. Also, im Internet sind die auf jeden Fall schon zugänglich. Wenn ihr euch davon was holen wollt, einfach mal googeln. Kein Problem. Da könnt ihr sie schon bestellen. Und dann kommen wir auch gleich schon zum Fazit. Ja, was sollen wir sagen? Ist halt wirklich schwierig. Auf der Messe war halt mega geil, deswegen haben wir uns ja da auch extra einen Shot mitgenommen. Jetzt können wir halt nur sagen, dass er irgendwie merkwürdig schmeckt, weil wir diesen Beigeschmack irgendwie nicht genau deuten können. Also, ja, haut mich jetzt nicht komplett um. Ist nicht so ein Brett, wie ich es in Erinnerung hatte. Leider nicht. Nee. Ist auf jeden Fall was anderes als ein normaler Doppelapfel, aber ist... Schon so anders, dass man es gar nicht mehr vergleichen kann. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die den lecker finden. Es gibt ja auch so komische Leute, die Rose oder so rauchen. Ja. Also ja. Für die ist es vielleicht, für diese Minderheit ist es vielleicht was. Ja, vielleicht ist es für die ein Traum. Darf er nicht? Scheiße. Oh, darf er das? So, das war's dann auch heute schon wieder mit unserem kleinen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen mal eine kleine Ankündigung. Unser nächstes Video, seid auf jeden Fall dabei, weil wir ein kleines Weihnachtsspecial drehen wollen. Und ja, da dürft ihr einfach nicht fehlen. Zu verrückt? Crazy. Motherfucker! Ja, und falls ihr es nicht wisst, wir sind bei Facebook und auf Instagram. Also guckt da doch einfach mal vorbei. Und wenn ihr nichts von unseren weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Oder gebt uns ein Like, das würde uns mega weiterhelfen und genau. Natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr Geld spenden wollt, meine Kontonummer wird uns zeigen. Iban. Ja. Gut, Leute, dann haut rein, macht euch noch einen schönen Abend und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder ein neues Video gibt vom Shisha-Team. Was mache ich mit meinem Arm? Ich weiß es nicht. Ciao. Tschüss.